Hello people, willkommen zurück zur Let's Play. Aventurairo Mario 2. So, das ist auch interessant, dieser Background mit dem Foreground. Jetzt werden wir mal gucken, wie das so weitergeht. Ups. Zack. Warte, man kann auch theoretisch... Nee. Warte, ist da oben was? Nö. Miau. Gott. Bams. Zack. Okay, mal gucken, ob das Level schwierigkeitstechnisch mit den anderen mithalten kann. Ich glaub's mal eher nicht, obwohl die Passage hier ist ein bisschen mies, aber bisher ist das Level easy peasy deasy deasy. Nein Gott, ich glaube, der Hersteller hat wohl nicht gelernt, was... Ups, wow. Ja, der hat wirklich nicht gelernt, was ein ausgewogener Schwierigkeitsgrad ist. Ah, fuck, was ist das? WTF! Mein Gott. Das ist auch wieder irgendwas Krankes, das ich noch nie vorher gesehen habe. Ja, ich glaube, ich brauche diese Plattform, oder? Ich meine, man macht die doch einfach nicht so umsonst hin. Oder doch? Naja, ich werde erstmal ein bisschen vorspulen müssen, weil... Weil ich glaube nicht, dass sich der Sinn dieser Plattform so schnell offenbart. Um das mal so zu sagen. Oh Gott, jetzt haben wir schon... Mein Gott. In diesem Level haben wir auch verdächtig lange Zeit, Leute. Das behagt mir gar nicht. Ja, wozu ist denn jetzt dieses blöde Ding da? Hallo? Okay, das Ding ist völlig überflüssig. Okay, und diese Musik hatten wir doch noch nicht, oder? Zumindest nicht in einem Level. Also, das ist die Musik von der 7. Overworld Map. Na gut, da hätte man vielleicht noch was Neues hinmachen können, wenn dann schon, aber egal. Fishing Boo. Und keine Sau leiden kann. Oh Gott. Na gut, aber solange keine Viecher da unten kommen wie jetzt, ist es relativ in Ordnung, würde ich mal sagen. Ja, also der Fishing Boo. Aber solange der Boden nicht hochgeht. Ups. Leute, wie lange geht der eintönige Mist jetzt noch weiter? Fragezeichen. Eintönig ist es ja irgendwie schon. Ups. Das war knapp. Leute. Kann da nicht endlich mal an das Ende kommen? Das Level zieht sich irgendwie so endlos hin wie Kaugummi. Okay, und auch dieser Abschnitt hier. Oder oben war irgendwas. Ich habe es nur nicht gesehen, was. Ich weiß nicht, ob man da drüber laufen kann. Das ist zwar theoretisch nur einen Block breit, aber nachher falle ich runter und darauf habe ich keinen Bock. Obwohl, hier haben wir Hintergrund-Scrolling. Das ist schon mal interessanter. Na gut, wenn ich eine Feder habe, dann brauche ich ja dieses Ding nicht, sondern ich kann da rüberfliegen, falls da eine Schlucht kommt. Ich habe das Gefühl, wenn ich auf das Ding warte, verschwende ich Zeit. Von daher lasse ich das jetzt. Ups. Ja. Jetzt müssen wir nur Glück haben. Ja. Castello Discord. Jetzt kommt schon das Discord Castle. Bin gespannt. Okay, das scheint das Final Castle zu sein oder irgendwie sowas. Hier haben wir einen umgezeichneten Boss. Einen umgezeichneten Bowser-Boss oder irgendwie so ein Scheiß. Na gut, wenn es das war, dann ist der letzte Part schon ein bisschen sehr kurz. Ich hätte gedacht, dass die Level nach diesem einen bösen Level ein bisschen schwieriger sein. Aber nein, na gut. Ups, wow.
Aber wer weiß, wie lange Boss und Abspann noch in Anspruch nehmen. Leute, vielleicht haben wir dann noch einen etwas längeren Part. Zack. Aber so wie es jetzt aussieht, eher nicht. Aber was ist denn das eigentlich für ein komisches Viech, das da so rumturnt? Was ist denn das? Ich glaube, das ist eine etwas misslungene Umzeichnung. Könnte das sein? Das Viech sieht auf jeden Fall nicht normal aus. Bams. Nur mal so, nur weil ich das gesagt habe, musst du mich doch nicht gleich umbringen. Unmoralisch bist du auch noch. Ja. Ich lass mir Zeit. Ich lass den jeden einzelnen doofen Block hier wegmachen. Ja, so machen wir das. So zögern wir das ein bisschen heraus, indem ich mir so Zeit lasse. Nee, Leute, der Part ist sonst wirklich zu früh vorbei und das möchte ich nicht. Von daher locken wir den mal da hier hin und dann mal hier hin. Ja, aber da sollst du nicht hin, du Allersack. So. Hier sollst du hin. Ja, jetzt ist halbwegs richtig. Und diesmal, lass mal immer das Ding kaputt machen. Ja. So, jetzt haben wir eine gerade Ebene. Ich sag ja, wir müssen ein paar ein bisschen strecken. So. Jetzt ist der Kram hier hinten mal dran. Zack. Ja, so, jetzt machst du das mal kaputt. Okay, jetzt muss er wohl zwangsläufig sterben. Zack. Warte, falls Mario läuft und da. Okay. Also, ich dachte, das war's noch nicht. Schade. Credits? Okay, das war's tatsächlich. Dann ist der letzte Part ein bisschen kurz geraten, möchte ich mal sagen. Ach, das dauert jetzt länger. Mario Concerto Deportado de Decord. Custom Sprites. Mikai, bla bla bla. Der ist zu schnell. Aber warte, ich kann das Spiel pausieren, um vorzulesen. Custom Blocks John Wolf. Koyuki und Fusoya, die kennen wir doch alle, außer den ersten. Okay, Sprite Tool. Sprites Tool. Me Cake. Nee, ich lese das jetzt vor, ich musste ein paar irgendwie in die Länge ziehen. Block Tool Jonville. Oder wie auch mal man den Typen ausspricht. Okay, was ist es da? Fusoya. Luna Magic, ich habe irgendwie das Gefühl, die Credits sind jetzt schon vorbei. und was heißt denn das? Obrigado por jogar. Okay, Film. Okay, das waren die Credits. So, Leute, ich glaube, das war's jetzt mit diesem Hack. Hat sich eigentlich auf der Overworld was getan? Nö. Hat sich nicht, und das scheint's wirklich gewesen zu sein. Hm. Okay, ich kann den Part wohl nicht mehr weiter in die Länge ziehen, es sei denn, ich gebe mein Fazit ab. Also, dieser Hack war schon teilweise ein bisschen eintönig. Es hatte oft auch die gleiche Musik und auch irgendwie dieselbe Dingensbums. Wie soll ich das nennen? Auch oft auch die gleichen Grafiken irgendwie. Und die Level waren allesamt irgendwie ziemlich ähnlich aufgebaut. Aber die Overworld finde ich ganz nett wiederum. Die hat was. Ja. Okay, hier. Aber besonders hier war der Hack ein bisschen unspektakulär. Ich finde die Wasserlevel in Aventurai Romario generell ein bisschen langweilig. Na gut.
Aber eigentlich ist auch der erste Teil eigentlich der beste Teil. Im zweiten und dritten Teil gibt es dann keine Verbesserung. Eher im Gegenteil. Es wird eine Nuance schlechter, würde ich mal sagen. Ah ja. Was ich an dieser Stelle nochmal sagen möchte, ich habe jetzt endlich den Link zur Venturairo Mario 1 bekommen und den werde ich hier jetzt auch hier nach mal spielen, weil ich Bock drauf habe. Ja. Also freut euch schon mal auf den ersten Teil, dann haben wir die Trilogie abgeschlossen und dann werde ich mich wieder anderen Hacks außerhalb von SME Central widmen, also auf dieser dritten Dingsbums, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, und was ich hier ganz nett fand, ist der Wald. Das war auf jeden Fall bis dahin die beste Welt. Okay, hier gab es viel Second Reality Project 2 Klaue. Na gut. Okay, und was gab es hier? Ja, hier gab es die andere Welt. Wow, ich muss schon niesen. Also insgesamt ist dieser Hack schon etwas eintönig, aber... Er hat schon ein großes Highlight. Ups, da wollte ich nicht rein. Nämlich die sogenannte Discord-Welt. Also vor allem das erste Level. Das ist ja alles sehr schön gemacht. Und das ist eigentlich auch ein Zeichen, welches Potenzial im Hacker-Schneller steckt. Ich glaube, der ist nur zu faul, um da wirklich kreatives Zeug zu machen. Also gutes Zeug. Und ja, das hat auch im ersten Teil bewiesen, dass er noch ein bisschen Besseres kann, finde ich jetzt persönlich. Naja, aber... Diese Welt war, glaube ich, auch für mich das absolute Highlight des Hacks. Ja. Und bevor ich hier noch stundenlang weiterlabere, wir sehen uns im ersten Teil. Bis dann. Tschüss.